Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wieder etwas Mythisch Plus Action. Ich hab Bock nicht. Also ehrlich gesagt so überhaupt nicht. Aber was will man letzten Endes machen? Mir bleibt gerade nicht viel anderes übrig, beziehungsweise ich brauche einen Key und ich brauche vor allem den Ring aus diesem Kack-Dungeon. Beziehungsweise ich brauche, um spezifischer zu sein, den Ring mit Haste Mastery. Der wäre ziemlich sexy und der würde mir extremst gut weiterhelfen. Dementsprechend oder deswegen bin ich hier drin. Aber ja, mal schauen. Wahrscheinlich wird er eh wieder nicht droppen. Und letzten Endes, ich könnte ihn tatsächlich auch noch gar nicht sofort anziehen, weil ich darauf angewiesen bin, dass da ein Sockel drauf ist, zwecks Lariat und so weiter und so fort. Heißt, ich müsste in der Theorie dann noch bis zur nächsten Vault warten, vorausgesetzt, da ist kein Item drin, bis ich dann den vollen Nutzen aus diesem Ring ziehen würde. Aber aktuell habe ich noch 476 und das Ding ist halt leider, dadurch, dass da so viel Meisterschaft drauf ist, ziemlich gut. Und ich müsste es jetzt nochmal genau simmen, aber ich glaube, das Ding ist auf 483 halt sogar besser, oder ich bin mir sehr sicher, dass es auf 483 sogar besser ist als ein gecrafteter Ring auf 486. Einfach vor dem Hintergrund, weil so viel mehr Meisterschaft drauf ist als bei einem gecrafteten Ring. Aber gut, keine Ahnung. Es wird wahrscheinlich eh nicht droppen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Wenn doch, wäre nice. Ansonsten sind wir jetzt hier auf plus 21 drin. Ich bin immer noch dabei. Irgendjemand hatte sich ja mal beschwert, dass ich immer so niedrige Keys laufen würde. Und wenn ich jetzt schon mal mit der Eule irgendwo drin bin, dann bleiben wir jetzt dabei. Dann versuche ich auch ein bisschen höhere Keys zu laufen. Oh, shit. Ich habe schon keinen Bock mehr. Jetzt ist der Punkt gekommen, an dem ich mich gerne ausloggen würde. Es hat genau, weiß nicht, rund 3 Minuten gedauert. Nee, nicht mal ganz. Wo ich wirklich, ehrlich gesagt, keine Lust mehr habe. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber im Moment bin ich echt, keine Ahnung, ich bin irgendwie fertig mit dem Spiel. Damit können wir eigentlich schon zum nächsten Punkt kommen, den ich eh noch ansprechen wollte und der gerade so ein bisschen im Raum steht. Aber ich will jetzt nicht sagen, das wird auf jeden Fall so sein, weil ich das noch nicht hundertprozentig einschätzen kann, ob es so sein wird. Aber wenn sich das hält, wie es gerade ist, und damit komme ich jetzt auch zum Punkt, ich verspreche es, werde ich wahrscheinlich in Season 4 von Dragonflight auch nicht mehr WoW spielen. Das soll nicht heißen, dass ich WoW quitte, sondern dass ich einfach die 4. Season auslassen werde. Und was ich wahrscheinlich auf keinen Fall machen werde, da bin ich mir sehr sicher, ich werde nicht die Fated Raids spielen. Wenn es da wieder irgendwie ein HC-Mount oder sowas zu holen gibt, jo, dann hätte ich das gern, dann nehme ich das mit. HC ist ja auch schnell erledigt. 3 Stunden müsstest du mit allen Raids durch sein, wahrscheinlich, wenn du mit einer Gruppe unterwegs bist, die sich auskennt. Das ist da nicht die Problematik. Aber ich weiß tatsächlich auch gar nicht, ob wir als Gilde das spielen werden. Also die Fated Raids. In Shadowlands haben wir es auch nach relativ kurzer Zeit nicht mehr getan. Aber das weiß ich für mich schon. Ich werde nicht nochmal den ganzen Bums auf Fated Mythic progressen. Dafür fehlt mir gerade aktuell jegliche Motivation, Anreiz, Elan und was auch immer ihr da jetzt für Adjektive einsetzen könntet. Mythisch Plus hängt so ein bisschen davon ab, dass das liegt eher daran, dass ich noch nicht einschätzen kann. Einloggen müsste ich mich in irgendeiner Form ja trotzdem, um Videos zu machen, etc. pp. Und ich mag es ehrlich gesagt nicht, ich weiß nicht, ob das doof klingt, aber wenn man irgendwas spielt, also wenn man nur ein Spiel hat, um sich einloggen zu können, aber wenn ich dann nichts in dem Spiel mache, ist irgendwie auch doof. Also, sprich, ich würde mich dann schon fragen, oder würde mir schon sagen, keine Ahnung, also eigentlich, obwohl ich jetzt gerade keinen richtigen Bock habe, hätte ich eigentlich schon gerne das Gear aus Season 4 oder so. Deswegen weiß ich noch nicht, ob ich nicht vielleicht doch Mythisch Plus spielen werde. Ich glaube, das hängt sehr davon ab, was für Dungeons in die Rotation kommen. Aber wenn sie jetzt zum Beispiel alle Dragonflight Dungeons wieder ausgraben, warum brocke ich da Arkanpulsar? Also wenn sie jetzt alle Dragonflight Dungeons wieder ausgraben, dann bin ich raus. Da habe ich keinen Bock drauf, das gebe ich mir nicht. Da kriege ich Pickel am Sack und nee, das muss nicht sein.
Let's skip this shit, please. So, skippen wir das. Einfach dran vorbei stealthen, ihr Pimmel. Ich wittere den Albtraum in eurem Blut. Verschwindet aus diesem Wald. Theoretisch können sie sich jetzt auch einfach sterben lassen. Ja, das, was der Krieger gerade schreibt. I die, you can rest. Das sollte funktionieren. Should work. Wenn sie jetzt aber da noch länger stehen und ein Kaffeekränzchen machen, dann brauchen wir es, können wir es auch, glaube ich, sein lassen. Okay, der DK kommt auch durch. Gut. Und der Druide retzt. Übrigens dazu mal so ein bisschen WoW in a nutshell, ne? Die Transmogs gerade werden auch gefühlt immer wilder. Go Kack. Was ist Kack? Go all? Was möchte er von mir? Also, was ist die Message dahinter? Die verstehe ich noch nicht ganz gerade. Aber gut, egal. Bosse sollten ja hoffentlich, weil nicht tyrannisch, relativ schnell umfallen. Da hoffe ich auch ehrlich gesagt sehr drauf, weil... Da stirbt einer. Geil. Anhand meiner letzten Streams weiß ich, dass zum Beispiel eine gewisse Cindy mal wieder Bock hätte auf so einen Rage-Key. Und ich tatsächlich sagen muss, den würde ich wahrscheinlich auch ein bisschen unterhaltsam finden. Auf der anderen Seite, wenn das hier jetzt so eine riesen Shitshow gibt, ich glaube, dann kriege ich richtig Puls. Also, das kann ich euch an der Stelle verraten. Das kann ich mit sehr großer Sicherheit sagen. Wenn das hier einen Key gibt, der wirklich richtig Schmutz wird, habe ich wahrscheinlich eine sehr kurze Zündschnur. Ich hatte heute nicht meinen besten Tag, beziehungsweise habe gerade generell nicht meinen besten Moment. Und ich fürchte, wenn jetzt hier richtig die Scheiße den Bach runterlaufen würde, sorry für die Ausdrucksweise, dann... Vielleicht nennen wir es nicht Rage Key, sondern eher ein Pissed Off Key oder so. Vielleicht ist das ja auch witzig, wenn ich angepisst bin. Keine Ahnung. Müssen wir vielleicht noch herausfinden. Okay, da wollte ich gerade sagen, warum die Leute mit dem Zeugs nicht zum Boss laufen, also mit den Ads. Aber dann habe ich gemerkt, okay, ich bin ja selber gerade nicht besser und stehe damit mitten in der Pampa rum. Von daher, ja... Lassen wir das einfach mal so im Raum stehen. Und jetzt blasten wir einfach den Boss durch und hoffen, dass er stirbt. Und das tut er. Sehr gut. Also, zwar ein Tod gehabt. Oder jetzt 5 insgesamt. Gut, einer war von dem Skip. Aber mein Gott. Ist noch nichts passiert, wo ich sagen würde, da geht mir jetzt der Hut hoch. Aber vielleicht jetzt. Vielleicht jetzt. So, Dryade kommt rein. Der Bewahrer kommt rein. Akro, Akro. Okay. Good job, good job. Good job, Team. Jetzt nicht von den Pilzen wegblasten lassen. Das wäre auch nützlich. Natürlich drücke ich trotzdem die ganze Zeit Star voll, auch wenn die kleinen Ads dadurch nicht sterben. Aber wir wissen, Pet Damage ist auch Damage. Ja? Also von daher wichtig, da auch zu sagen, allein... Okay. Ich rege mich auf. Sorry an dieser Stelle für den plötzlichen Ausbruch. Aber, wie ich gerade sagte, ich glaube, meine Zündschnur gerade ist doch nicht die längste. Und meine eigene Dummheit hat mich gerade entsetzt. Schade. Ohne Cooldowns bei dem Pull über 300k. Da wäre wesentlich mehr drin gewesen. Deswegen ärgert mich, dass ich mich da abgelegt habe. Vor allem halt so dumm wieder. Richtig unnötig. Aber für den nächsten Pull hätte ich Cooldowns. Wobei, das ist halt jetzt hier so diese Sache, ne? Es gibt halt ehrlich gesagt nicht wirklich den wahren Damage wieder, wenn 5 Ads zusammenstehen, die ganze Zeit rein Starfalle. Obwohl ich halt weiß, die einen 4 Ads können halt gar nicht sterben, weil da dieser Bewahrer mit drin steht. Es ist halt ein bisschen padden. Ein bisschen sehr padden.
quasi Paddington Bär. Aber gut. Wenn er auf Mana, kann ich nachfuden. Nein, nicht ready. Lass mich fuden. 5, 4, 3, 2, 1. Och, Gönnung, geiler Tank. Das mag ich. Wartet sogar, bis ich gefoodet habe. Den habe ich lieb. Zinutorik, wenn du das siehst. Kuss geht raus, Brudi. So. Was wir aber machen, um es nicht ganz so schlimm aussehen zu lassen, nehmen wir den Bewahrer zumindest ins Target und cleaven von ihm runter. Alles andere wäre zu übertrieben. Oh, 1 Million. Nein! Ich bin so. Wahnsinn. So bescheuert. Da habe ich mir einen richtig guten Pull richtig schön zerfickt. Ätzend. Und ja, ich weiß, es war wieder Päderei. Aber trotzdem. Eine Million DPS ist eine Million DPS. Da diskutiere ich nicht. Aber dann, ich weiß nicht, was ich da gerade für einen Gedankengang hatte. Ich wusste, dass der Pilz hinter mir ist. Und ich wusste, dass ich mich wegbewegen muss, weil er mit den Mobs auf mich zugekommen ist. Ich wusste auch, dass es überhaupt keinen Sinn macht, den Retreat einzusetzen, weil ich dann in den Pilz reinfliegen würde und sterbe. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Dementsprechend, weiß ich nicht. Also ich würde schon sagen, dass es ziemlich dumm war. Aber ich würde gerne nochmal in dem Moment in meinem Kopf zurückspulen, um zu erkunden, was ich mir in dem Moment dabei gedacht habe. Also ich glaube, letzten Endes wollte ich einfach nur schnell da durch, um weiter Damage padden zu können. Aber ja, das war jetzt nicht der smarteste Move. Es ist so bitter, ne? Der zweite dumme Tod. Ich hätte, weiß nicht, 350k DPS haben können. Keine Ahnung. Bis hierhin. Auf jeden Fall mehr als 270 oder so. Ätzend. Absolut ätzend. Jetzt ziehen wir jetzt Trinket rein. Beam. Na, der war auch scheiße. Shit Beam. Nice. Als nächstes kann ich sie wegnocken. Oder auch nicht. Wir können sie zusammennocken. Das geht. Weißt du was? Ich würde gerade sagen, solange ihr nicht mich ancastet, macht, was ihr wollt. Na! Das ist die Rache. Das ist die Rache. Ich hab's verdient, weil ich das gedacht habe. Ich hab's verdient. Jetzt brauche ich auch nicht mehr meinen Arkan-Pulsar triggern. Mach mal einen Vortex hier rein. Fertig ist die Laube. Heiler rettet sich gleich. Aber wie gesagt, jetzt brauche ich auch nicht mehr Arkan-Pulsar triggern. Das hebe ich mir jetzt für einen Boss auf. Haben wir eigentlich keinen Last? Oder haben wir das schon gezogen? Ah. Irgendwie in meinem Kopf sind wir hier noch nicht so lange drin. Aber der Run zieht sich doch bis hierhin etwas wieder. Also ein kleines bisschen. 8 Tode. Please, lass es jetzt einfach ganz geschmeidig runtergehen. Also den Run. Ich möchte einfach nur hier durch. Und am Ende hätte ich gerne den Ring. Mehr möchte ich nicht. Jetzt können wir theoretisch auch ein bisschen padden. Wurzeln padden. Also zumindest ein bisschen Wurzeln dotten. Boah, da kracht der Mond runter. Kranker Shit. Bringt mir am Ende. Oh, ich vergesse. Dot. Sehr gut. Scheiße. Hätte ich uns einen Add ersparen können. Hätte ich noch geswitcht. Letzten Endes. Ich bin mir tatsächlich immer gar nicht so sicher. Ich sehe immer manche Gruppen, die gehen auf die Wurzeln und ich sehe Gruppen, die gehen nicht drauf. Ich bin mir teilweise mittlerweile sehr unsicher, was überhaupt der beste Weg ist. Dafür bin ich auch zu wenig drin, um ehrlich zu sein. Ich dachte am Anfang immer, den Shit ignorierst du halt komplett weg.
Während, wie gesagt, jetzt hier siehst du halt auch viele, viele Gruppen, die da drauf gehen. Was halt sehr, sehr bitter ist, dass mein Starfall den Scheiß nicht trifft. Und ich alles zudotten muss. Entwurzeln. Wobei, aus Damage-Sicht wäre es für mich besser, ich gehe nicht auf die Wurzeln, weil ich dann auf die kleinen Viechers durchpadden kann mit Starfall. Fragen über Fragen. Und daran merkt man, dass ich Mythisch Plus lange nicht ernst genommen habe. Oder seit längerem nicht mehr ernst nehme, weil ich mich dahingehend, es ist mir einfach scheißegal, was besser ist zu machen. Es ist mir einfach scheißegal. So, jetzt mal Abravo. Gönnung, Brudi. So, 13 Minuten noch. Wir werden beim Endboss nochmal Kampfrausch bekommen. Wir werden... Keine Ahnung. Was werden wir? Das ist natürlich jetzt toxisch hier, ne? Da ist der Krieger viel besser in Sachen Burst AOE als ich. Bams! Schön die ganze Gruppe runtergescheppert. Herrlich. You love to see it. Ohne Rücksicht auf Verluste wird da reingebrezelt. Ich natürlich auch. Weil... LOL Damage. Aber jetzt werde ich verzichten darauf, noch weiter zu padden. Sondern wir gehen jetzt einfach nur auf den dicken Dude. Nur auf den dicken. Der Blutdicker, was macht der Sledgy? Das generell, hat einer Sledgy hier? Sieht nicht so aus. Toxic. Toxic, toxic. So, die Hammer. Das Ad läuft gerade zurück. Die Part, perfekt. Können wir uns jetzt nicht direkt vorbei. Ich wette dem Pult irgendjemand gleich. Ich wette dem Pult gleich jemand. Und jetzt nicht Starfallen, sonst trigger ich meinen Arkan-Pulsar. Wichtig. Kleine, aber wichtige Aktion an der Stelle. Wir spammen jetzt einfach nur Sternfeuer durch. Einfach nur spammen, spammen, spammen. So, Bär. Mein Rohr kann ich euch nicht geben, meine Freunde. Sorry. Kein Rohr für euch. Come on. Come on! Nicht so viele Welplinge, please. Ich bitte auch nochmal, das einzuschätzen. Wie soll ich sagen? Manchmal sehe ich dann Kommentare von wegen, oh, warum bist du denn so unfreundlich? Wie soll ich sagen? Ich finde, in so Fällen wie jetzt hier muss man differenzieren. Wenn ich eh einen Key laufe, wenn ich einen schlechten Tag habe, dann ja, reagiert man bei gewissen Sachen anders, als man es ohnehin tun würde. Und ich weiß auf der anderen Seite halt auch, dass manche von euch sich sehr an meinem Leid ergötzen und solche... Alter, ich bin so dumm. Ich bin so fucking stupid. Es ist nicht auszuhalten. Es ist nicht auszuhalten. Was ich da eigentlich vorhatte, war in Katzengestalt zu gehen und in Katze meinen Retreat zu drücken und dann springe ich halt an den Boss ran. Ja? Also ich wollte eigentlich ein Big Brain Play machen. Stattdessen habe ich ein Small Pee Pee Play gemacht und ja. Ich habe keine Ahnung, ob der Heiler wegen mir gestorben ist. Also ist er gestorben, weil er an Aggro von den kleinen Vögeln hatte. Also den Drachen. Falls ja, sorry. Falls nein, trotzdem sorry. Das war ein richtiges Fail-Play. Wie ich bin. So, und jetzt können wir das machen, was ich vorhatte. Wobei muss ich gar nicht, weil ich so fucking fast bin in Katze. Fast as fuck, boy. Baby. Da kommt der Damage reingescheppert. Der Boss sollte jetzt zumindest down sein. Was mich halt auch ärgert, ist, dass ich wirklich so scheiße gespielt habe. Den Krieger müsste ich eigentlich links und rechts den Lörres um die Ohren hauen. Und stattdessen, also jetzt Single Target vielleicht nicht,
aber über die gesamte Inni gesehen und stattdessen durch meine ganzen Trick-Plays, die ich hier mache, unbeabsichtigt, ja, kommt ein nicht so gutes Feeling auf, wenn ich das so sagen darf. Und er geht big. Das ist nicht unbedingt verkehrt, allerdings befürchte ich jetzt an dieser Stelle, da wir die Dudes wahrscheinlich nicht alle. Wir können einmal so, zack. Kriegen wir die gegroupt? Richtig? Oder stirbt uns da jemand weg? Wir fürchten. Ach Mann! Natürlich kriege ich einen Schattenblitz für 433k in die Fresse. Und natürlich genau 0,7 Sekunden, nachdem ich angecharged werde. Und jetzt ist der Heiler tot und wenn jetzt der Evoker stirbt, müssen wir alle laufen. Bitte stirb nicht, Mr. Evoker. Bitte nicht. Bitte, 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 bitte nicht. So, wir haben noch einen Mob mit paar 30% live. Der Healer hat einen Battle Reds. Okay, interessant. Hätte man jetzt nicht unbedingt machen müssen. Also ich verstehe den Grundgedanken dahinter, aber ich glaube, hätte der Evoker offgeheilt, hätte man den Mob wahrscheinlich trotzdem kaputt bekommen. Jetzt natürlich erstmal wieder schön toxic warten, bis der Geist down ist und dann kann er uns retzen in seinem Sailor Moon Kostüm. Ah, der ist gut. Der retzt wenigstens. Ach, der andere hat freigelassen. Warum lässt du dann frei in so einem Moment? Nachdem wir uns hier 3 Minuten einen abgepimmelt haben, dann, weiß ich nicht, lass es. Also, wisst ihr, was ich meine? Da muss man dann auch nicht mehr. Also, wenn man laufen möchte, den Ehrgeiz in allen Ehren. Aber wenn man eh schon die ganze Zeit gewartet hat, bis die anderen den Boss oder die Mobs killen, dann kann ja auch liegen bleiben. Und habe ich ja auch. Wenn hätte ich direkt releasen sollen oder wahrscheinlich gar nicht. So. Und jetzt bei der letzten Gruppe ist es mir scheißegal. Da wird jetzt einfach reingeblastet. Wie bekloppt. Da wird CDs gezogen. Halte sich, rette sich, wer kann. Aber gut für mich, dass der Krieger freigelassen hat. Dann kriege ich ihn vielleicht doch noch im DPS über die gesamte Ini. Da hat er gerade mal schöne 12 Millionen Damage verloren. Und jetzt haben wir nur noch 6 Minuten. Das ist halt auch ärgerlich. Sehr ärgerlich. So, rein in den Lachs und Abfahrt. Ah, scheiße. Das ist jetzt ärgerlich, dass wir noch einen Geist stehen hatten. Deswegen zählt die DPS nämlich jetzt von da weiter. Ich hätte nur mal gerne gesehen, was ich jetzt hier auf 5, 6 Targets veranstalte. Aber es ist ja noch, wir sind quasi nie out of fight gekommen und deswegen haben wir nie bei 0 DPS angefangen, sondern bei diesen 200k schieß mich tot. Ja, hitte mich, komm, hitte mich. So. Was sagt die Gesamtwert? Ich will eigentlich gar nicht gucken. 234k, holy shit, ich hätte über 300 sein können. Hätte ich nicht so einen Dummfug gemacht. Und vor allem hätte ich vor dem, oder muss ich vor dem Krieger landen. Da geht kein Weg dran vorbei. Aber gut. Wie das so oft bei mir ist, wenn ich mich generell einmal aufrege, spiele ich danach noch beschissener. Das ist hier wieder ein sehr gutes Beispiel dafür. Ich habe gerade Eierschlitzer gelesen. Lol. Upsi. So, Growing Paranoia auf dir. Da kann ich mich ein bisschen zu ihm stellen. Für den Falle eines Falles. Tatsächlich kommen wir dadurch, dass wir so reingeschissen haben, kommen das auch perfekt mit dem Kampfrausch hin, ne? Ist eigentlich bitter. Big Dot. Big Dot on me. Und ich habe keine Cooldowns, das ist auch bitter. Paranoia auf mir. Da gehe ich mal raus. Ich finde, es sollte so ein Mythisch-Plus-Affix geben, der einen unkontrolliert durch die Gegend schießt.
Fällt mir gerade ein. Ich fände es unheimlich unterhaltsam, wenn man mit sowas wie dem Growing Paranoia, wenn es da irgendwas gäbe, wodurch du dann halt einfach, wenn es dumm läuft, richtig durch die Gegend geschossen wirst und dann einfach in wen anders reinknatterst und dann wirst du gefeiert. Fällt mir nur gerade so ein. Also wahrscheinlich in der Situation fände ich es nicht so nice, aber alles in allem fände ich die Idee sehr witzig. Was nicht witzig ist, ist, dass jetzt unser Heiler tot ist. Das ist sogar Giga-Shit. Jetzt muss man auch noch anfangen, oft zu healen hier. Und ich muss jetzt ein bisschen reaktiv spielen und gucken, in welche Richtung sich der Evoker bewegt, dass der nicht stirbt. Oh, Paranoia auf mir, da gehe ich mal einen Bär. Nicht sterben. Also das Wichtigste ist jetzt, nicht sterben. Don't fucking die. Stack. Jetzt habe ich das auf mir, den Silence. Report ist raus. Und theoretisch sollten wir es schaffen. Evoker ist noch gestorben. Oh, das ist neu. Dies ist neu. Also, dieser Screen hier. Wir retzen, natürlich. Under Development. Okay, also das scheint neu zu sein. Oh, da sieht man sogar den Loot jetzt. Das ist interessant. Also, zusätzlich noch da drin. Und heißt, ich kriege keinen Loot. Toxic. Und man kriegt die Keys der anderen Leute angezeigt. Das ist tatsächlich ganz nice. Ist, glaube ich, von Details dann. Hä? Wieso habe ich jetzt auch nochmal Loot gekriegt? Ich dachte, es wären schon zwei Items raus. Mantel, Mantel, ich auch. Achso, wegen 21 und so. Ja, verstehe. Nun denn, wie dem auch sei. Am Ende, Need Gloves, habe ich die gezogen? Nö, need ich nicht. Kann Stamm. Brudi, gönn dir. Also am Ende habe ich mich schon ein kleines bisschen aufgeregt. Am Ende haben wir es geschafft, das ist gut. Aber leider kein Ring. Das ist traurig. Dementsprechend saftige 8 Rating geholt. 2742. Richtig am Ballen hier. Aber wie dem auch sei. Ich habe mich zumindest ein bisschen aufgeregt. Vielleicht freut das den einen oder anderen. Cindy. Und damit würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Video und reingehauen.